Willkommen beim Gefechtstraining. Hier lernen Sie, wie Sie Ihren Panzer steuern und gegnerische Fahrzeuge zerstören. So, nochmal. Hallo, was geht? Ich spiele gerade World of Warpaints. Das geht bei mir. Los geht's! Ja. Richten Sie die Kamera auf das Militärfahrzeug neben Ihrem Panzer. Bewegen Sie die Maus nach links und rechts. Der Turm folgt Ihren Kamerabewegungen. Fahren Sie zur angegebenen Position. Fahren Sie auf der Straße. Beschädigen Sie keine Gebäude oder Fahrzeuge. Ich habe World of Tanks gerade gestartet mal wieder und auf einmal schon gleich das Tutorial machen. Glückwunsch! Sie wissen jetzt, wie ein Panzer gesteuert wird. Fahren Sie zur Feuerstellung. Diese ist auf der Minimap am rechten unteren Bildrand markiert. Sobald Sie den Sumpf durchqueren, werden Sie bemerken, wie schwieriges Gelände, Geschwindigkeit und Beweglichkeit des Fahrzeugs reduziert. Und daher habe ich mir gedacht, mache ich halt das Tutorial einmal durch, zeige euch das Tutorial, ziemlich easy. Zerstören Sie das Gegnerfahrzeug. Lassen Sie den Zielkreis kleiner werden, um genauer zu schießen. Sie müssen warten, bis das Geschütz nachgeladen wurde, bevor Sie erneut schießen können. Fahren Sie zur Feuerstellung. Diese ist auf der Minimap am rechten unteren Bildrand markiert. Ich glaube, das ist jetzt schon das vierte Mal, dass ich das Tutorial spiele, weil da steht, dass ich das Tutorial spielen musste. Zerstören Sie das Gegnerfahrzeug. Warten Sie, bis der Zielkreis das Ziel erfasst hat, bevor Sie schießen. Der ging voll durch Ihre Panzerung. Wertungstreffer. Zerstören Sie das Gegnerfahrzeug, während Sie sich bewegen. Sie müssen nicht selbst zielen. Automatisches Zielen macht das für Sie. Sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich habe da irgendwas übersprungen, mal wir jetzt sagen, Kontrolle ist gepanzert, deswegen fahren wir gepanzert. Wertungstreffer! Blablabla. Erwischt! Gute Arbeit! Sie haben ein schwer gepanzertes Gegnerfahrzeug zerstört. Fahren Sie zur markierten Position und entdecken Sie den Gegner. Finden und zerstören Sie den letzten Gegnerpanzer. Sie können Gegnerfahrzeuge nur innerhalb Ihrer Sichtweite entdecken. Verstecken Sie sich in den Büschen, um Ihre Position verborgen zu halten. Nutzen Sie Büsche und Laubwerk, um Ihren Panzer abzudecken. Beachten Sie, dass stehende Fahrzeuge schwerer zu entdecken sind. Zerstören Sie das Gegnerfahrzeug. Zielen Sie auf die Front des Gegners oder ein Stück davor, um einen sich bewegenden Gegner in großer Entfernung zu treffen. Der ging voll durch Ihre Panzerung. Der ging voll durch Ihre Panzerung. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Glückwunsch! Sie wissen nun, wie Sie Ihre Position verbergen und in großer Entfernung Ziele bekämpfen können. Training erfolgreich abgeschlossen. Seid gegrüßt, Spieler! Dieses Video ist eine Einführung in das Kampfinterface, die euch... Nee, dann brauchen wir uns hier anschauen, weil das haben wir gerade durchgespielt. Tutorial wiederholen, aber auch nicht. Okay, gut, dann geht's jetzt zum eigentlichen Spiel. Ja. Ich nehme mal hier mein Dreier. Ich nehme den Dreier. Den Steward. Ah, letzten zwei Tage habe ich da keine Gameplays gemacht. Ich hatte Besuch und war daher etwas abgelenkt vom Besuch. Und da ich ja den Besuch nicht einfach so sitzen lassen möchte, habe ich mir gedacht, mache ich mal keine Videos. Ist auch nicht schlimm. Zumindest für mich nicht.
So. Neutrale Flagge einnehmen. Haben wir ich in der Mitte hoch oder Panzer ist noch flach? Legen wir los! Das kann ich nicht. Allerdings nicht direkt zur Flagge, weil bestimmt denke, dass dort gleich welche schon auf uns warten. Vielleicht wieder hier hinten rum. Schleiche mich von hinten an. Ganz übel für uns aus. Der ging nicht durch. Kette verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Der ging nicht durch! Der Fahrer ist geliefert! Die Steuerung reagiert nicht mehr! Kette wieder funktionstüchtig! Los geht's! Das war's für uns. Ich denke mal, die Runde haben wir leider verloren. Wenn alle kaputt sind, haben wir verloren. Naja, egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Tutorial und mit dieser Runde. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.